Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Orakel der Seele für die Woche vom 6. bis 12. Januar. Dafür schließe ich mich energetisch an die Seelenebene an, auf der all unsere Seelen miteinander vernetzt sind, und ich schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen in dieser Woche auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Zur Veranschaulichung nehme ich meine kleine Helferin zur Hand, das Kollektiv Mädchen, dass ich stellvertretend für uns alle schon mal die kommende Woche vorausschicke, schaue, was ihr widerfährt und somit, was uns widerfahren wird. Und zum Schluss des Orakels gibt es wieder eine kleine Energieübertragung, damit du möglichst leicht und gut durch die Woche kommst. Dann gehen wir mal los. Unser Kollektiv Mädchen hat eine riesige Sonnenbrille auf, die bedeckt fast ihr ganzes Gesicht. Und da kommt gleich die Botschaft dazu: Sie lebt in einer Illusion, sie verdrängt Dinge, sie will Dinge nicht sehen. Und das sollte sich in dieser Woche ändern. Jetzt schauen wir erstmal, was es für Gründe gibt, irgendwie aus dieser Welt zu fliehen und Dinge zu verdrängen. Beziehungsweise erstmal, woran du vielleicht erkennen kannst, dass du aus dieser Welt fliehen möchtest. Es kann sein, dass du sehr stark in dieser Woche in Tagträume abrutschst, dass du nicht ganz präsent bist, dass du vieles nicht mitbekommst, zum Beispiel deinen Arbeitsweg oder dass du nicht mehr weißt, wo du was hingelegt hast. Das kann ein Indiz dafür sein, dass du in eine andere Welt fliehen möchtest. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Es kann sein, wenn du besonders viele Serien schaust oder Filme schaust, dass du da entfliehen möchtest. Wenn du Computerspiele spielst, wenn du mal einen mehr über den Durst trinkst, das ist nichts dagegen zu sagen. Ne? Es ist auch hier alles keine Verurteilung, sondern es ist einfach nur, dass du aufmerksam wirst, dass du tatsächlich vielleicht das eine oder andere Mal aus dieser Welt entfliehen möchtest. Und da kannst du ansetzen, um zu gucken, warum? Was ist der Ursprung? Warum möchte ich entfliehen? Was gefällt mir in meiner Welt gerade nicht? Was macht mich unzufrieden? Was macht mich unglücklich? Das kann natürlich auch Verschiedenes sein. Da kannst du vielleicht auch nochmal direkt reinfragen oder nachfragen. Es kann sein, dass du unzufrieden bist mit deiner Partnerschaft oder der nicht vorhandenen Partnerschaft oder der On-Off-Beziehung. Und dass du dass du sonst in irgendwelchen Beziehungen, sei es Familie oder Freunden, gerade unzufrieden bist oder dich ausgenutzt fühlst oder das Gefühl hast, ihr entfernt euch voneinander. Es kann sein, dass du unzufrieden bist bei deiner Arbeit, dass du dich ausgepowert fühlst, dass du dich nicht sinnerfüllt fühlst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und all das scheinst du gerade noch etwas zu verdrängen. Und auch das kann ich gut verstehen, denn es ist ein Schutzmechanismus. Wir haben manchmal Angst und Sorge, dass wir es nicht schaffen können, dass wir nicht stark genug sind, uns daraus zu befreien. Es schmerzt natürlich, wenn man eine Illusion hat, wenn man etwas verdrängt. Man hat Angst vor der Enttäuschung, wie das Wort beinhaltet. Die Täuschung hat dann ein Ende. Und das wollen wir nicht, weil wir dann das Gefühl haben, wir haben vieles falsch gemacht. Aber das stimmt nicht. Es ist alles immer gut und richtig, wie es ist. Und wir entwickeln uns ja auch weiter. Und deswegen kann es auch sein, dass Dinge, die vielleicht vor ein paar Monaten noch gepasst haben, eben jetzt nicht mehr passen. Und dann nützt es nichts, wenn wir das verdrängen. Warum verdrängen wir das? Zusätzlich zu diesem Schutzmechanismus und der Angst, dass wir enttäuscht werden könnten, weil wir Hoffnung haben. Nehmen wir das Beispiel Beziehung. Weil wir Hoffnung haben, dass sich der Partner ändert. Weil wir Hoffnung haben, dass sich irgendetwas einfach plötzlich ändert. Und diese Seifenblase muss ich dir jetzt leider zerplatzen lassen. Das mache ich nicht gerne, aber das ist wichtig, damit du weiterkommst, damit du glücklicher wirst in deinem Leben. Denn das Einzige, was sich ändern kann, bist du selbst. Nur du kannst dich ändern. Du kannst andere nicht verändern. Du kannst mit deinem Beispiel vorangehen und das inspiriert vielleicht die einen oder anderen. Aber eben in einer Beziehung oder auch bei der Arbeit hinzugehen mit der Intention, mit der Absicht, dass sich die anderen verändern, mit der Hoffnung, dass sich die anderen verändern, das ist schon ziemlich zum Scheitern verurteilt. Ja, und da ist jetzt die Frage, wie lange willst du in dieser Illusion bleiben und macht dich diese Illusion denn wirklich glücklich? Oder ist es besser zu sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Ich weiß, eigentlich ein blöder Spruch, aber es ist viel Wahres mit dran. Ja, ein Ende tut oftmals weh, meistens würde ich sagen. Ja. Aber dann kann man weitergehen und das passt zu der Energie dieser Woche. Denn wir haben am 10. Januar den Vollmond und genau da können wir Dinge abschließen. Genau da können wir uns überlegen, was uns nicht mehr dient, was uns nicht glücklich und zufrieden macht. Und da können wir dann leichter eben weitergehen danach. Und
Da ist auch noch sehr unterstützende Energie mit dabei am 12. Januar. Da ist noch ein Portaltag, an dem wir wieder sehr guten Zugang zur geistigen Welt haben, an dem die Energien, die Schwingungen sehr hoch sind. Und da bekommen wir nochmal so eine Unterstützung. Da werden wir nochmal gepusht, da werden wir nochmal bestärkt, darin weiterzugehen, nicht länger einer Illusion aufzusitzen. Und ganz ehrlich, wir leben ja eben in dieser Welt. Und ich kann verstehen, dass man da manchmal entfliehen möchte. Denn es ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns dafür entschieden, hier zu sein, hier zu leben. Auch wenn du jetzt vielleicht Nein sagst, aber ja, das hast du. Du hast dich dafür entschieden. Und da ist es doch wichtig, dass wir diese Welt schön gestalten. Und vielleicht hast du schon mein Januar-Orakel gesehen, dass wir sowieso in eine neue Welt aufbrechen, dass die Welt sowieso besser und schöner wird. Aber gerade dann sollte doch unsere Welt besonders schön sein. Und deswegen nimm nicht hin, was ist, sondern nimm es in die Hand. Schau hin, hör auf zu verdrängen. Überleg dir, was du willst, wo du hin willst und dann geh los. Das ist das, was ich dir in dieser Woche mitgeben möchte. Und wenn du an irgendeinem Punkt Unterstützung brauchst, dann schau gerne auf der Seite werbistu.com. Da gibt es ganz viele Seelenhelfer, spirituelle Berater, die dich weiterbringen können. Oder komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe Spirituell und Erfolgreich. Da gibt es auch immer neuen Input, neue Gedankenanstöße und eine kostenlose Montagsmeditation. So viel zu dieser Woche. Es wird eine intensive Woche, aber du schaffst das. Und jetzt schicke ich dir dafür noch Energie. Dafür machen wir es uns wieder bequem, schließen die Augen und atmen erst ein paar Mal tief ein und aus, um uns zu entspannen und uns für diese Energien zu öffnen. Ich spüre jetzt, wie ich bereits in einer Lichtsäule stehe. Und das ist wirklich außergewöhnlich, denn es prasseln Regenbogenfarben auf mich ein. Und die Botschaft, die dazu kommt, ist, wir sind ein ganzes, ganzheitliches Wesen. Wir sind Körper, Geist und Seele. Alle drei Teile sind gleich wichtig. Alle drei Teile sind gleich liebenswert. Wir sind eins. Wir sind miteinander verbunden. Wir sind groß und großartig. Und diese Energie strömt jetzt durch mich hindurch, durch mein Herz, durch meine Arme und ich schicke sie jetzt zu dir, all diese Regenbogenfarben, all diese hohe Energie. Und du spürst jetzt vielleicht ein Kribbeln, spürst vielleicht Gänsehaut, du spürst vielleicht Tatendrang, lass dich völlig auf diese Energie ein. Und umarme sie. Ich drehe jetzt noch mal mehr auf und schicke dir noch mehr dieser wundervollen geistigen Energie. Und du spürst jetzt, wie diese Energie eine Kugel um dich herum bildet und sich zu einem hellen weißen Licht zusammenfügt. Du spürst, wie groß du bist. Du spürst, dass alles möglich ist. Und du weißt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Du bist beschützt und unterstützt von der geistigen Welt. Diese weiße Lichtkugel wird dich die ganze Woche begleiten, dich beschützen und dich hell erstrahlen lassen. Atme diese hohe Energie noch ein paar Mal tief in dich hinein. Und wenn du dich bereit fühlst, komm zurück ins Hier und Jetzt und öffne langsam die Augen. Super, das war jetzt mal für mich gefühlt eine ganz andere Energie, wirklich eine sehr aktive Energie, voller eben Tatendrang. Und ich bin gespannt, wie du das empfunden hast.
wie dir das weiterhilft, und ich würde mich freuen, wenn du mir da wieder eine Rückmeldung gibst, gerne hier unter dem Video bei YouTube oder bei Facebook. Ich danke dir fürs Zuschauen und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.